Herzlich willkommen zurück bei Nio in der 25. Folge. Ja, das stimmt sogar. Und ja, was machen wir heute, Benni? Wollen wir noch die letzte Nebenmission hier abschließen und damit mal das komplette Gebiet clearen oder wollen wir die Hauptmission weitermachen? Ja. Wie sieht's aus? Beziehungsweise können wir erstmal kurz in den Schrein gehen, während du dir das überlegst, und ich kann schon mal hier den Stufenaufstieg machen. Also, ja, also ich würde sagen, den Schutzkraft plus 9 gibt es jetzt einfach. Ein Geschick. Ach, krass. Das ist schon krass, ja. Ja, also mit der Rüstung muss man auf jeden Fall noch ein bisschen Ninjutsu skillen und oder den nutzen. Oder auch auf Geschick würde ich noch ein bisschen gehen, weil bald kommt auch dieses im Dojo quasi, ne? Dass wir dann die zweite Stufe machen können und dann die besseren Ninjutsus machen können. Und die sind dann schon ziemlich krass. Ja. Ich würde mal gerade hier ein paar Geiststeine mir reinknallen. Wie viel braucht man? 500 geben die, ne? Ja. Wir brauchen, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich glaube 4000 oder 3000? Gucken wir mal. Ja, ich glaube, das reicht. Oh. Und ich glaube, wie viel brauchte man? Ich glaube, 20 Geschick oder so für das gute Dojo. So. Mal gucken, vielleicht ist es ja schon da. Nee, ist es nämlich noch nicht. Hier, Ninja. Doch, ach nee, Ninja-Schüler ist schon da, genau. Und das nächste, was jetzt kommt, das brauchen wir noch. Kommt wahrscheinlich erst im nächsten Gebiet oder so. So, was ich dir noch kurz zeigen wollte, Benni, ist das hier nämlich. Ich habe fürs Katana, dann hatte ich auch noch ein bisschen geskillt. Hier das zum Beispiel, ne, das auf Level 2 gebracht einfach und so. Und das, was wir halt hatten. Also das, was wir schon hatten hier, mehr Ki und sowas, ne, auch cool. Jetzt haben wir aber dieses eine, die Rückwärtsbewegung ist kontrollierbar, wenn leichte Rüstung getragen wird. Und ja, wir haben ja ziemlich leichte Rüstung, was ganz cool ist. Also wenn du jetzt quasi den hier machst, am Ende der Combo zurückweichst, dann kannst du noch sagen, in welche Richtung so. Ja. Was ganz cool ist. Ups. Dann bin ich da. Ne, das hatten wir jetzt nicht. So, hier ist doch noch was. Wellenbrecher erfolgreich wird anschließend Sturmwind ausgeführt. Und deswegen ist das hier so geil. Wellenbrecher ist nämlich Fähigkeit der Tiefen- oder Mittelleitung. Du durchbrichst die Verteidigung eines Gegners und stößt ihn zu Boden. Mhm. Und also das ist quasi was Sturmwind. Und jetzt kommt Wellenbrecher. Fähigkeit der... Du wehrst einen Schlag knapp ab und bringst den Angreifer aus dem Gleichgewicht. Und wenn das erfolgreich ist jetzt, ne, wenn du den knapp abwehrst quasi, dann aktiviert sich automatisch der Wellenbrecher, was... dann das hier ist. Ja, cool. Und damit kannst du dann erstechen sofort, weißt du? Mhm. Das wäre halt ziemlich geil, ne? Ja. Wenn man das ab und zu mal hinkriegt. Also das fand ich ziemlich gut. Muss man halt gut timen können. Das ist so, ein bisschen so wie Parry halt, im richtigen Moment das Blocken drücken quasi. Das hier haben wir ja manchmal aus Versehen gemacht, ist eigentlich auch gar nicht so schwer, wenn man halt ausweicht, nur nach vorne ausweicht quasi am Ende. Mhm. Sozusagen am Ende einer Combo. Dann springst du noch so stattdessen und haust ihn nochmal, was auch ganz cool ist. Und vor allem aus der Luft, da treffen sie dich meistens dann nicht mehr. So, das war's schon. Und Ninjutsu habe ich dir haben wir halt die neue Bombe. Okay. Ja, gut. Ich finde irgendwie die Nebenmission, die bringt nicht viel und wir müssen ja auch nicht alle Nebenmissionen machen. Ich glaube, dann brauchen wir ewig für dieses Spiel. Ja, stimmt, die bringt nur die Locke eines Omnio. Ja. Ja. Das ist halt ganz gut, aber sonst. Ja, komm, machen wir mal die Hauptmission. Wie seltsam, im Juni Schnee fallen zu sehen. Wir müssen etwas unternehmen, bevor die Hauptstadt völlig einfriert. Die Kälte kommt aus dem Honnoshi-Tempel. Den Gerüchten zufolge ertönen dort jede Nacht die Schreie einer Frau. Würdest du dir das einmal ansehen, William? Claro. Sind oft leidende Frauen, diese Dämonen, ne? Die Spinne, diese Frau in der Höhle. Meinst du, das hat irgendeinen Zusammenhang? Nee, das ist ja dann auch immer so erklärt. Das sind halt gequälte Seelen von Frauen. Also gibt ja genauso auch gequälte Seelen von Männern, aber es ist ziemlich ausgewogen halt. Würde ich sagen. Wenn du jetzt hier so versuchst, Political Correctness halt zu bringen im Video. Ja.
Es kotzt mich nur ein bisschen an, dass wir immer noch drei Tränke haben und irgendwie einfach nicht genug Geister gefunden haben in diesem Hauptgebiet. Ja, wir haben aber auch nicht so gut gesucht. Ja. Aber das ist halt auch ein riesen Nachteil quasi für das ganze Gebiet, ne? Ja. Also ich meine, gerade jetzt hier, was wahrscheinlich der letzte Boss sein wird. Denk auch, ja. Bald zumindest. Also die oder die nächste Hauptmission. So, guck mal, bei dem hier eine Bombe. Oh, shit. Jetzt kommen wir. Ah? Oh. Das bringt vielleicht in dem Eislevel nicht viel, das sind Eis-Yokai. Ja, aber dann. Wirf da mal eine Bombe drauf. Was ist denn das? Null. Okay, kann man nicht zerstören. Okay, ja. Kommen wir später erst durch. Ja, scheint so. Level sieht jetzt ein bisschen aus wie bei Dark Souls, finde ich. Irgendwie. Ja, stimmt. Wir hätten aber mal gucken können eigentlich nach den Jutsus allgemein. Wie ich jetzt gewohnt bin, gerade alle so anzugreifen wie den Typen. Ja. Aber ich würde auch gerne nochmal das muss ich mal ausprobieren, dieses knapp abwehren. Mhm. Mit den Gegnern hier geht es ja vielleicht ganz gut. Weil das ist echt wichtig, weil wie gesagt unser Schwert noch diesen Todesstoßbonus hat. Und zwar nicht zu knapp. Moment, ich guck nochmal ganz kurz. Hier. Und jetzt. Einfach auf Angriff. Nee. Wo ist es? Doch, Todesstoßschaden. Plus 16%, ja. Übel. Okay. Shit. Kannst du dann auch gedrückt halten, oder? Trotzdem, also. Nee, ich glaube, ich muss knapp halten. Weißt du, ich glaube, so ist es gemeint, dass du halt knapp vorher drauf drückst. So richtig zum Parryen halt. Scheiße. Nee, das war ziemlich knapp eigentlich. Ja. Wie funktioniert's denn dann? Geht's nur mit Verstehe ich nicht richtig. Also wenn er ein Schwert hat, meine ich. Wäre komisch. Das glaube ich nicht, dass es daran liegt, oder? Das andere geht ja auch. Okay, ich höre einen. Ja. Und ich sehe ihn auch auf der Karte, oder der grüne Punkt. Wir haben doch auch die Schutzgeister, sehen die doch irgendwie, ja, oder so. Oder der weiße Punkt. Und irgendwo drauf wieder. Steht irgendwie. Da achso, oben, der Ursprung. Mal. Der Ursprung, ja. Wird angezeigt. Hä? Irgendwie okay, muss man da noch hochkommen. Lade ich mich aber mal kurz auf. Beziehungsweise stimme ich auch mal die Jutsu ein. Ich glaube, wir können nämlich statt den Shuriken jetzt noch die Kunai mitnehmen. Ja. Kaya Kodama Hore Kodama, ja, okay. Gut. Da hochkommen, meinst du? Ja, jetzt nicht irgendwie. Hier nicht. Aber irgendwie. Ich habe aber überhaupt nicht gesehen, wo es weitergeht, so richtig. Ja, aber da oben liegt ein Item, da muss man ja hinkommen. Ja, klar. Nee, ich habe auch den Weg nicht gesehen. Shit. Ne, jetzt habe ich wirklich ganz knapp abgewehrt. Und das war der andere Move halt mit, wenn man Viereck drückt beim Blocken, genau im richtigen Moment, dann kriegt man ihn so nach hinten. Aber das kann ja nicht das Wichtige sein. Was denn da rechts? Kannst du das Getrümmer zurückschlagen? Na gleich. Bitte? Da? Nee, auch nicht. Strange, ne? Hey, da müssen wir ja diesen Eingang öffnen. Ja, klar, aber wie? Vielleicht, wenn alle Gegner tot sind. Ja, sind sie jetzt? Ne, hier geht's hoch. Ja. Ah. Okay.
Da geht's weiter dann, da ist eine Leiter. Aber du kommst vielleicht noch an das Item. Welches Item? Was oben noch auf dem Schneeberg lag. Ich glaube, da kommen wir erst hin, weil ich kann da das Dach auf jeden Fall nicht hoch. Hier? Kommst du da nicht rüber? Irgendwie? Nee. Nee, okay, das geht nicht. Schade. Ja, ich glaube, das kommt erst später. Wir müssen da erstmal rum. Okay. Oh, ich wette, wir brauchen noch einen Schutzgeist, das wird schon reichen. Einfach. Für was? Hier, die geht bestimmt nicht auf. Ja, ah, klar. Um einen Trank mehr zu haben, wenigstens. Ach so, ja. Volle Verbitterung, Trauer, die schmerzvollen Gefühle unzähliger Tota erfüllen dieses Gebiet. Das ist alles, was du zu sagen hast, du fette Katze oder was? Was geht ab? Geil, zwei Elixiere am Start. Not too bad. Ich höre einen. Da ist einer. Ich dachte gerade, ich höre noch einen, aber nee. Das war dann wohl nur hier die Ecke. Aber das müsste uns ja schon mal einen mehr geben, wenigstens, denke ich, oder? Das zwei. Tränke gerade. Oh krass, guck mal, erhöht die. Davon haben wir schon drei. Die sind anscheinend immer relativ einfach zu finden. Ah, plus eins, da stand es auch dabei jetzt, ne? Guck mal. Mhm. Plus eins, ja. Oh, der Trank, ja. Alter, und in den Rücken 1000 Damage gemacht. Nicht cool. Okay, das ist doch aber der, den ich töten muss. Horn. Der hat kein Horn irgendwie, oder? Oder beziehungsweise ist die zugewachsen. Sind eingefroren, ja. Aber geht. Doch, tot. Guck dir das an, Alter. Gut, aber allgemein muss ich mal mehr die Bomben wieder benutzen. Oh krass, Stufe 66er, okay. Alter, was willst du? Nee, geht leider nicht. Nee. Still not going to happen. Was ist hier los? Guck mal, der Strahl zu der. Ja, so, das war doch die eine Quelle jetzt. Jetzt die Tür offen, ja. Ja. Wahrscheinlich die ganz hinten aber, oder? Oder nee, schon die hier, hier vorne? Von denen hier ging so ein Strahl zu dem Ding hier. Ja, okay. Ach, und jetzt hast du dein Schwert ist jetzt auch so. Vielleicht geht es nur dann. Nee, nee. Okay. Mein Schwert ist jetzt nur so wegen dem einen Kopf, den ich noch getötet habe. Ah, okay, okay. So, was geht bei dir, Junge? Anschleichen? Ach ja, ja. Fuck, aber dafür haben wir nämlich nicht den einen Ninja-Skill, den müssten wir eigentlich noch machen. Komm, den können wir eigentlich gerade mal lernen. Wir haben noch 8 Punkte zu vergeben. Hier, Moment. Ach, fuck, dann müssen wir ihn aber ausrüsten auch, glaube ich. Mhm. Ne? Ja, auf die richtige Taste legen, wenn das nicht so ist. Ah, beziehungsweise die hier wären natürlich wichtig auch. Gigantische Horikudama 2 und Feuer-Horikudama 2. Hilfsgeschossköche. Wo waren das mit dem Anschleichen? Ich glaube, hier, Schleichangriff.
Das hier würde halt nur einen Punkt kosten, aber 3 Jutsu. Katzengang-Schriftrolle, dann ist man halt ganz leise. Ich kann es aber auch mal so probieren, mich anzuschleichen gerade. So. Hoffen wir mal das Beste. Gut aus. Nein, sieht nicht gut aus. Ich hätte analysieren müssen. Shit. Ja. Oh. Hat viel Schaden gemacht, geht ja wohl übelst ab. Ja. Ach doch, er brennt. Ja, ja, klar. Wow, shit. Guck mal, das gibt auch einen Honey jetzt, so ein Ding. Das ist gar nicht so verkehrt. Also ich meine, das ist so ein billiges Kunai nur. Nee. Nehmen wir nicht. Ich höre wieder ein. Na, der ist dahinter irgendwo. Der ist dahinter oder oben drauf, ja. Shit. Oder da. Nee, nee, der kam auf jeden Fall aus der Richtung. Was ist da links? Ah, ein Shortcut vielleicht. Shortcut, ja. Nice. Ja. Ja, genau, okay. Hör mal einer. Brennt. Shit. Nicht gut. So, wir müssen dann gleich ein Päuschen machen. Ja. Machen wir noch, bis die bis Shareplay fertig ist, oder würde ich sagen? Ja, die Hunde könntest du mal einsetzen für den. Ja, also mach ich auf jeden Fall. Ist. Oh shit, oh shit, oh shit, den muss ich schnell töten. Ja. Sonst verwandelt er sich. Okay, dann. Da hätten wir zwei von denen gehabt. Herzlichen Glückwunsch, hätte ich dann gesagt. Shit. Oh! Wasted! Ja, übelst verwasted. Aber gut, geht. Er hat doch rein. Irgendwie habe ich Bomben zurückbekommen. Voll krass. Von den Bomben. Halt dich doch mal! Oh Mann. Was war das denn, ey? Oje, oje, oje. Ja gut, gut. Dann hören wir hier auf. Okay. Alles klar, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ja, macht es gut. Bis dann. Tschö. Entschuldigung.